Es tut mir leid. Okay, die Abwehr hilft. Die Abwehr hilft. Die Abwehr hilft. Die Abwehr hilft sehr gut sogar. Sag mal, kannst du mich mal einmal bitte ausreden lassen, beziehungsweise ausspannen lassen? Das ist mal falsch. Okay, pass auf. Mach mal anders. Ja, wird schwierig. Falsches Schild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ja stark. Okay, wir probieren es anders. Oh Gott, ist der stark! Mit Gott sei Dank habe ich die Abwehr drin. Ich habe ja gerade alle meine Schilde weggepfeffert. Ich habe keine Schilde mehr. Läuft bei mir. Ich kann auch nicht ausweichen. Ich würde gerne ausweichen, aber es geht nicht. Sorry! I'm so sorry! Ich brauche gleich nochmal eine Abwehr. Sag mal, warum kann ich nicht ausweichen? Ich würde halt gern ausweichen. So, die Hälfte haben wir. Was hat er jetzt für ein Buch? What? Jetzt kann er auch noch Feuer speien. Das ist nicht gut. Nochmal. Nochmal. Ich habe das Gefühl, dass er von hinten mehr Schaden kriegt als von vorne. Wenn ich ehrlich bin. Hi, Schwesterchen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, cool. Okay. Au. Let's go! Oh
Das war so ein scheiß Timing von mir gerade. Der moscht mich halt. Ich kann auch nicht. Okay. Ich muss das. Mit Pfeilen bringt das nichts. Ich bin sogar extra noch ein Stück weggesprungen. Ey, sag mal. Der will mich doch verarschen, der Kerl. Und drauf. Okay, das ist schon mal besser. Sorry, dass ich gar nicht so viel sage. Ich bin sehr, sehr konzentriert gerade. Das war gut, das war sehr gut, Chef. Sehr gut. Ja. Es ist so ein dreckiger. Was fängt ihr damit wieder an? Ich hasse den so! Ja, chill doch mal kurz! Wir müssen uns heilen. Lalalalalol! Okay, das kriegen wir. Ich wollte gerade ausweichen, hat ihn nicht gebockt. Meine Abwehr geht gleich zur Neige. Oh ja, sehr gut. Ruf da! Nochmal, ja, sehr gut. Nochmal, awesome. Ah, jetzt fängt das wieder an. Kurz mal heilen. Hallo. Angriff, Verteidigung wäre ganz nett. Da, das hört sich gut an. Essen. Zack, let's go. Ja, schön auf den Arsch noch gehauen, ne? Ja. Gib ihm! Zwar Mic-Drop. Ja! Oh mein Gott! Ist einfach so geil, wenn man mit Obasas Zorn jeden Leuten mit buchstäblich einem Fingerschnipp besiegen kann. Oh mein Goodness! We did it, Leute. We did it. Ja. Ein Leunenschwert. Okay, das ist ein bisschen cool.
Noch irgendwas krasses? Ein Leunenschild. Nehmen wir auch mit. Speichern. Oh, das ist auch noch. Es ist ein Leunenbogen. Oh. Oh, das ist cool. Gigi, danke schön. Ein Leunebogen. 10x3. Okay, krasser Typ. Der Bogen der Leune ist aus grobem Metall gefertigt und kann mehrere Pfeile gleichzeitig abschießen. Sehr effektiv, um schnelle Feinde abzufangen. Oh. Bock. Leunenschwert. Das schwere Eisenschwert der Leune ist weniger zum Schneiden als zum Zerschmettern von Gegnern gemacht. Nur mit Mühe zu schwingen, aber sehr stark. Oh. Was ist das? Ein Leunenhorn. Das robuste Horn eines Leunen. Es ist erstaunlich hart, daher können ihm Klingen nichts anhaben. Kocht man es mit Insekten ein, kann man daraus Medizin herstellen. Oh. Was ist das? Ein Leunenhuf zierte den Fuß eines Leunen. Er ist größer als der Huf eines Pferdes und auch schwerer. Man kann damit Medizin herstellen, aber es soll noch eine andere Verwendung geben. Ja, huge! Und ein Leunenschild. Awesome. Ein robuster Metallschild der Leunen. Dank seiner Klinge ist er von einem geschickten Kämpfer auch als Waffe einsetzbar. Ja, Freunde, we did it! We did it! Aber ich bin gerade schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Bin ich ehrlich? Bin ich ehrlich, Leute? Bin ich ehrlich? Kevin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Bei mir ist alles tutti. Danke der Nachfrage. Ich muss schon wieder auf die Toilette. Das ist beide schwächste Leune. Ich freue mich sehr. Lol, lol, lol. Danke, danke. Was mache ich eigentlich? Ich könnte mich eigentlich teleportieren auch, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich muss schon wieder so auf die Toilette, Leute. Oh, auf die Toilette. Okay, ich teleportiere mich nochmal kurz ins... Huch. Warte mal, wir speichern das mal kurz. Und der Bogen schießt 3 Pfeile auf einmal, verbraucht aber nur 1 Pfeil. Sicher? Echt jetzt? Ich dachte, der verbraucht dann auch 3 Pfeile. Okay, das ist Pork. Das ist ein bisschen Pork. So, ich teleportiere mich jetzt ganz kurz dahin. Ihr könnt mir schon mal schreiben, zu wen ich nochmal muss, wegen dem Leunen. Das wäre ultra awesome. Falls ihr das wisst. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die Toilette und hol mir noch was zu trinken. Okay? Ich bin gleich wieder da, Freunde. Ich beeil mich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Hallo, hallo, hallo. Oh, und Saf Flamingo, vielen lieben Dank für den Follow. Freue mich tierisch, dass du da bist und herzlich willkommen in der Crew. Dankeschön, wie geht's dir? Und Johnny, Dünnpfiff? Nee, Dünnpfiff nicht, aber eine schwache Blase. Grüß dich, Johnny. Willkommen im Stream. So, wo muss man hin? Zelda, bestes Game, hello. Ja, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, hi. Zelda, bestes Game, übel. Es macht so viel Spaß, das Spiel zu spielen. So, wo müssen wir hin? Jano Smasher, Grüße, schön, dass du da bist. Zum König? Echt? Ich muss zum König? Nee, ich muss nicht zum König wegen dem Leunen, oder? Hab's verpasst, was ist die Aufgabe? Ja, ich hab doch, ich hab mit irgendeinem mal geredet von wegen den Leunen töten. Den Leunen habe ich jetzt getötet, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich hin muss. Weil das jetzt auch keine direkte Quest war. Glaube ich. Nee. Ja, habe ich schon gesagt, Flamingo. Habe ich schon gesagt, Ducky. Habe ich schon gesagt. Ich hab mich bedankt, Ducky. Ich hab mich bedankt. Sehr sogar. Seit wann hast du eine Greenscreen? Seit, ich glaube, zwei Wochen? 2 Wochen, glaube ich. So, warst du das? Achso, nee, das war... Verlobt. Mit ihr nochmal? Ja. Ich lese das jetzt gerade nicht nochmal vor, weil ich suche gerade denjenigen, wo ich den Leunen abgeben muss. Ja, na gut, war schon lange nicht mehr da. Ja, alles gut, Gianni, alles gut, Mann. Ich freue mich, wenn du da bist. Was ist mit ihm los? Sieh doch. Link! Unser Senat hat es dir wirklich nicht einfach gemacht und dennoch hast du uns alle gerettet, du Brachstück von einem Hylianer. Ciao! Ich möchte dir von Herzen danken. Trotz des bescheidenen Wetters, das du uns heimgesucht hast, hast du deine Reise für uns unterbrochen. Und hier hast du nicht nur Ruhe mit Hilfe von Elektropfeilen zur Rälsung gebracht, sondern auch das schreckliche Unrecht gerecht, das meiner Schwester Mifa widerfahren ist. Link, ich bin dir so wahnsinnig dankbar, besonders dafür, dass du dir von mir die ganze Arbeit hast aufdrücken lassen. Ohne dich wäre das Dorf der Zoras verloren gewesen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, in unserem Dorf zu kommen. Aha. Ich schwöre, ab heute werden wir zu Diensten stehen. Wenn wir dir zu Diensten stehen, wann immer du unsere Hilfe benötigst. Du bist wirklich Spitze, Link. Du bist mein absoluter Lieblings-Hylianer und der beste Freund, den ich mir je hätte wünschen können. Okay. Cool.
Wann bist du immer im Stream? Aktuell immer Montag, Mittwoch und Freitag, Flamingo. Montags kommt immer Zelda, Mittwochs aktuell ein bisschen Survival immer. Aktuell sind wir bei Rust, beim Privatserver. Und freitags kommt immer irgendein Special. Momentan muss ich in Horrorspielen zocken, wo ich mich selber komplett einscheiße, aber den Viewern macht's Spaß, ne? Der Community macht Spaß. So, wem muss ich nochmal reden? Kann das einmal schnell nachgoogeln oder so? Dann bin ich hier nicht... Oder warst du das? Ah, ne, da war's auch nicht. Aber irgendwer war das, mit dem ich geredet habe. Ah, ne, der war... Ja. Tschüss. Mit wem muss ich da reden? War das der König? Nein. Es war... Warte mal. War das der Kollege von... Oh. Nee, der war das nur mit... Oh, in Ordnung. Er kann mir Hinweise geben. Dann lass mich mal scharf nachdenken. Würfel in der Hand. Hui. Gut. Ungefähr hier, an einer Klippe im Südosten des Zorona-Hochlandes. Ja, bitte. In Ordnung. Dann lass mich mal scharf nachdenken. Würfel in der Hand. Hui. Gut. Ungefähr hier. Im Wald östlich der Debamberge. Ah. Ach, der gibt mir Tipps. Ah, okay. Aber ich will jetzt erstmal das mit dem... Bei wem muss ich das? Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir den jetzt gekillt. Wir könnten jetzt schon mal die Tafel suchen. Leider wird es heute nicht mehr allzu lang gehen. Nur noch bis, ja, so eine halbe Stunde plus minus wahrscheinlich. Weil ich danach noch was erledigen muss. Wenn Selina noch da ist, Selina, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen verspäten. Um ein paar Stunden. Es tut mir so leid. Es ist wie immer dasselbe Geschisse. Es tut mir unendlich leid. So, muss ich mit dir nochmal reden? Huch. Buddy? Link, wir sind dir zu größtem Dank verpflichtet. Dank dir ist unser Dorf gerettet. Auch die übrigen Zoras des Dorfes könnt ihr Glück kaum glauben. Jedoch, Link, eine Frage brennt uns auf der Zunge. Du bist aus Varute zurückgekehrt. Mifa jedoch nicht. Ist es wie für Fürchten? War es schon zu spät? Ich sah ihren Geist. Geister? Ihren Geist? Das heißt, Mifa ist... Hat sie etwas gesagt? Oh, Mifa, und wir konnten nichts tun. Doch letztendlich hat Mifa ihre Pflicht als Recke erfüllt. Als ihr Vater ist es unsere Aufgabe, über sie zu wachen. Link, sie hat dich wirklich geliebt. Ja... Dir erneut zur Seite stehen zu können, erfüllt sie sicherlich mit Freude. Bitte versprich uns, dass du Mifa niemals vergisst. Wir danken dir für deine Worte, sie bedeuten uns viel. Wenn du jemals in Schwierigkeiten sein solltest, dann wende dich an uns, Link. Unser ganzes Volk wird dich jederzeit mit offenen Armen empfangen. Wir danken dir, Link, von ganzem Herzen. Ja gut, okay, never mind. Dann holen wir jetzt nochmal kurz einen Tipp. Von dem Dude.